Sachlichkeit ist ein Begriff, der im ersten Augenblick gar nicht zur Musik passt, weil da denken wir doch an Rausch, an Romantik, an Gefühl, an alle diese Dinge, die einen bewegen, die einen seelisch berühren, die das Herz ergreifen. Aber Sachlichkeit ist sehr wohl eine musikalische Kategorie, wenn es darum geht, zu analysieren, zu strukturieren, den Klang aufzufächern, genau zu überprüfen, was hat der Komponist eigentlich gewollt, wie hat er es gemacht. Pierre-Laurent Aimard aus Frankreich ist ein idealer Musiker in diesem Sinne des Sachlichen und dabei Neugierigen, des Klangintensiven und Klangforschenden. Er ist in Lyon geboren, 1957. Er hat studiert in Paris, unter anderem bei Yvonne Loriot, der Gattin von Olivier Messiaen, dem großen Vater der französischen Moderne. Seine Karriere beginnt mit einem Wettbewerbserfolg für den Olivier Messiaen-Wettbewerb, also die neue Musik. Und er ist der neuen Musik auch immer zuerst treu geblieben. Er ist Mitbegründer des Ensemble Intercontemporain, was Pierre Boulez bis vor kurzem geleitet hat. Und er hat viele Uraufführungen gespielt von Boulez, von Stockhausen und anderen großen zeitgenössischen Komponisten. Aber das Faszinierende ist eben, dass Pierre-Laurent Aimard diese Neugier für das Neue auch auf die alte Musik übertragen hat. Also auf Bach, Beethoven, Mozart und sogar auf das Dvorak-Klavierkonzert, was sehr selten gespielt wird von einem großen Pianisten. Auch dort möchte er schauen, wie ist es gemacht, wie sind die Strukturen, was ist das Sachliche, das Rationale in der Musik. Und so ist er ein Pianist, der nicht durch Rausch, nicht durch Ekstase besticht, sondern durch Genauigkeit, durch Präzision, durch Anschlagsverschiedenartigkeit und natürlich auch durch Farbe als konstruktives Element in der Musik. Ein großer Pianist.